24.03.2019. Herzlich willkommen wieder hier in Kaiserslautern an der Betzebuth. Und ich habe das Gefühl, dass ich das irgendwie jedes Mal sage. Aber ich stehe nun mal jedes Mal hier. Ich kann auch nichts dafür. Heute beim Heimspiel gegen den Spitzenreiter, den VfL Osnabrück. Ich bin und bleibe optimistisch nach den letzten Spielen in der englischen Woche. Aber was erzähle ich euch so viel? Schaut euch den Gegner an, da erzähle ich euch alles. Bis danach. Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zum 30. Spieltag der dritten Liga. Nachdem der erste FC Kaiserslautern am vergangenen Samstag auswärts in Lotte ran musste und das Spiel zunächst relativ langweilig anfing, gab es in der 22. Minute eine große Schrecksekunde für die mitgereisten Anhänger. Denn nach einem Handspiel von Albeck zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Der Spieler von Lotte ging auf volles Risiko, zog den Ball etwas zu hoch und donnerte ihn an die Latte. So stand es zur Halbzeit 0:0 und das Spiel wurde in der zweiten Hälfte auch nicht sonderlich viel besser. Bis zu den Schlussminuten, denn in der 86. schoss Timmy Thiele das 1:0 und ließ die Teufelsjünger jubeln. 7 Minuten später war es Florian Pick, der den Ball hinter die Linie schob und das 2:0 für den FCK perfekt machte. So konnten also die rund 1400 mitgereisten FCK-Fans mit richtig guter Laune aus Lotte zurück in die Pfalz reisen. Und diese Strecke ist übrigens fast die identische, wie der heutige Gegner auf sich nehmen muss. Denn heute gastiert auf dem Betzenberg der Spitzenreiter der VfL Osnabrück. Und die Heimat des VfL, die Bremer Brücke, und das Frimo-Stadion, der Sportfreunde Lotte, liegen gerade einmal 20 Kilometer voneinander entfernt. Dementsprechend ist die Strecke fast identisch. 450 Kilometer trennen die Gästefans von ihrem heutigen Ziel. Und diese Distanz war am 11. Spieltag, beim Hinspiel in Osnabrück, eine wirklich große. Zumindest für eine Busladung voller FCK-Fans. Denn rund 150 Kilometer vor Osnabrück brach unser Bus mit einem irreparablen Motorschaden zusammen. So standen also rund 70 Lautra auf dem Seitenstreifen. Wir machten uns jedoch eine wirklich wundervolle Zeit. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal ein Riesendanke an den lieben Jörg, dem Busfahrer des Ersatzbusses. Der Jörg bringt uns nach Osnabrück! Der Jörg! Raushauen, der uns aus dieser misslichen Lage gerettet hat und uns noch ins Stadion brachte. Die 55. Minute wurde gespielt, als wir endlich ankamen. Kaum 5 Minuten im Stadion steht es auch schon 1:0 für den VfL. Und dann kam das, was jeder FCK-Fan in dieser Saison so sehr liebt, und zwar die Nachspielzeit. Denn in der 93. Minute schob der VfL erneut ein zum Endstand 2:0. Aufgrund der Tatsache, dass wir auf einen Bus aus Kaiserslautern warten mussten, der uns abholen kommt, mussten wir mehrere Stunden warten. Doch diese mussten wir nicht auf der Gasse verbringen, nein, der VfL Osnabrück erlaubte uns, im Stadion zu bleiben. Sogar der Vizepräsident des VfL kam bei uns im Block vorbei und die Verpflegungsstände waren weiterhin geöffnet. An dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an euch für die offene und herzliche Gastfreundschaft. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Danke für die Gastfreundschaft! Doch kommen wir zur heutigen Begegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem VfL Osnabrück. Diese findet übrigens zum 7. Mal in der Fußballgeschichte statt. In den vorhergehenden 6 Begegnungen gewannen 4-mal die Roten Teufel und 2-mal der VfL. Unentschieden gab es bisher keine und ich bin äußerst gespannt, wie diese Statistik nach den kommenden 90 Minuten aussieht. In der Tabelle steht der FCK derzeit auf Tabellenplatz 6 mit 41 Zählern. 17 Zähler Abstand haben die heutigen Gäste, welche, wie gesagt, Spitzenreiter der Liga sind. Dieser enorme Punkteunterschied zeigt sich aber nicht in den vergangenen 5 Partien. Aus diesen konnte der heutige Kontrahent 3-mal siegreich hervorgehen, 1-mal gab es eine Punkteteilung und nur 1-mal unterlag man seinem Kontrahenten. Dementsprechend gewannen sie 10 Punkte auf ihr Konto. Die Roten Teufel hingegen konnten 2-mal siegen und 3-mal unentschieden spielen und somit 9 Punkte auf ihrem Konto gutschreiben. Und wenn wir schon bei Konto sind, wenn man sich den Vereinsvergleich anschaut, sieht man, dass die Roten Teufel eine 500.000 Euro mehr wert sind als die heutigen Gäste. Aber ein Fußballspiel wird nicht durch Zahlen, sondern durch Leistung gewonnen. Also lasst uns jetzt gemeinsam ins Stadion gehen, in den Block, alles für unsere Mannschaft geben. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns danach. FCK! Wer soll gewinnen? FCK! Wer soll gewinnen? FCK! Auf 3 Punkte, Grüße aus Tusmaikara. Danke, Maxe. Servus, ich grüße meine Mutter. Ich hoffe, dass wir halt gewinnen. Und auf 3 Punkte. Ich grüße unsere ganze Gruppe. Und schade, dass sie nicht dabei sind. Und ja, auf 3 Punkte. Auf 3 Punkte und ich grüße Robin. Sau schade, dass du nicht dabei bist. Nächstes Mal hoffentlich gleich alle. Und auf 3 Punkte. Ich grüße meine Mama aus Idoberstein. Mein Stiefvater, mein Papa, meine Schwester. Hab euch alle ganz lieb und abonniere Matze, Pächter, Mann.
und auf 3 Punkte.
Lieber Fußballfreaks, das war's dann vom Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. Und ja, es ist natürlich unglaublich ärgerlich, dass wir unsere Serie nicht aufrechterhalten konnten und eine 3-1-Schlappe haben hinnehmen müssen. Das war schon ziemlich herb. Aber rollen wir das Feld von hinten auf, wie immer. Ja, wir sind ins Stadion gekommen und da habe ich erstmal diesen Flyer in die Hand gedrückt bekommen. Und zwar eine weitere Fananleihe mit 5% Zinsen. Ich werde auf jeden Fall daran teilhaben und habe mir schon ordentlich Geld auf die Seite gelegt, dass ich da wirklich mitmachen kann. Dann das Spiel selbst. Ja, wir hatten eine Chance in der ersten Viertelstunde und haben sie nicht genutzt. Dementsprechend kam dann Osnabrück mit einem wirklich sehr guten Konter und haben uns das 1-0 reingedrückt. Und ja, zu diesem Zeitpunkt vielleicht etwas unverdient, aber daran sieht man, dass Osnabrück eben Tabellenerster ist. Die brauchen eben keine 10 Chancen, sondern eben nur eine. Und das war auch wirklich hervorragend gespielt. Anders kann man es einfach nicht betonen. Das zweite Tor war ja nach einer Ecke. Anscheinend übt Osnabrück Standards im Gegensatz zu uns. Und dann ist es auch wieder der Tigges gewesen. Nur so nebenbei, so als kleiner Funfact, das war sein zweites Saisontor. Er hat nämlich auch das 0-1 gemacht. Alter, das gibt es einfach nicht. In der zweiten Hälfte sind wir dann doch etwas besser reingekommen und ja, haben uns die Räume genommen, aber halt auch unsere Chancen nicht genutzt. Auch wenn sie wirklich teilweise extrem gut waren. Aber ja, dann kommt wieder Osnabrück und macht auch hier wieder ein schönes Tor. Es ist halt einfach total zum Kotzen gewesen und unser Anschlusstreffer, der ist zwar dann schön und gibt nochmal einen kleinen Hoffnungsschimmer, aber mein Gott. Also, da hat man doch einen relativen Unterschied gemerkt und ja, was bleibt dann anderes zu sagen, als dass die Frustration wieder enorm groß war. Denn der Rest der Liga hat ja für uns gespielt. Wir hätten nur einfach gewinnen müssen. Dann wären wir auf Tabellenplatz 5 gewesen und in greifbarer Nähe zum Relegationsplatz. Aber nö, wir sind ja der FCK, wir versauen uns wieder selbst. Und ich nehme auch eine Sache vorweg, damit ich mir das jetzt nicht tausendfach anhören muss. Ich weiß nicht, was es war, aber die Stimmung war wirklich nicht so der Bringer unsererseits. Ich weiß es wirklich nicht, wahrscheinlich wegen des Spielverlaufs. Jetzt muss es am Freitag gegen Uerdingen in Duisburg, da spielen die ja, anders werden und da muss auf jeden Fall ein Dreier her. Aber bevor wir jetzt in die Zukunft gucken, blicken wir doch noch einmal zurück in die Vergangenheit. Denn ja, letzte Woche war ja die Podiumsdiskussion im SWR 4 und da ist es ja doch relativ rund gegangen. Unser lieber Banff hat am Schluss von so ziemlich allen Seiten ordentlich eingeschenkt bekommen und hat, also dieses Rumgeeier ist einfach nur noch peinlich. Also bis auf den Thomas vom Wetzebrennt, bis auf diesen Wirtschaftswissenschaftler aus Duisburg, oh, auch aus Duisburg, und unseren Hauptsponsor Harry Leinberger, haben die alle die ganze Zeit geredet, ohne irgendwas zu sagen. Das war peinlich.
Und es ist so unfassbar nervig, wie gebetsmühlenartig immer wieder dieselbe Scheiße runtergeleiert wird. Es nervt. Es nervt unglaublich. Und wäre Harry nicht da gewesen, um da mal zwischen rein zu grätschen, um mal was Tacheles-mäßig zu reden, dann wäre das überhaupt nichts geworden. Oh, also das war echt so unfassbar frustrierend, sich die Scheiße da im Fernsehen anzugucken. Und ich kann dann auch absolut nachvollziehen, dass da gewisse Leute sehr, sehr sauer waren. Nicht nur wegen dem, was überhaupt gesagt wurde, sondern auch auf unseren Hauptsponsor. Finde ich aber etwas traurig, wenn Menschen mal etwas direkter werden und die Wahrheit sagen, dass sie dann als Buhmann dastehen. Also, sorry, tut mir leid. Also, katastrophal. Einen Tag später war ja wieder bei Radio Antenne Kaiserslautern der Leinberger and Fans Talk aus dem 12. Mann. Da war ich ja wieder mit vertreten. Unglaublich cool. Also ich soll da ja öfters mitmachen. Das ist eine sehr große Ehre für mich und ich bin jedes Mal doch etwas aufgeregt. Das ist irgendwie doch was anderes, als vor einer Kamera zu stehen wie jetzt und sich danach selbst schneiden zu können. Und das klingt komisch, ich bin kein Masochist, aber ihr wisst, was ich meine mit Videoschneiden. Oder ob man dann live im Radio ist, also das ist schon eine Sache für sich. Und da habe ich ja unsere Torwartlegende Ronny Hellström und Josef Stabel kennengelernt. Das war schon echt krass, also da sitzt man schon neben derartigen Persönlichkeiten und ist noch live und das Ganze ungewohnt. Also das war schon richtig eine krasse Situation, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Leinberger Fans Talk aus dem 12. Mann live, jedes Mal vor dem Heimspiel mittwochs zwischen 18 und 19 Uhr. Dann wurden ja die weiteren Spieltage fix terminiert. Samstags Cottbus, Rostock muss sonntags zu uns und wir haben unser Auswärtsspiel montags in Wiesbaden. Also, grundlegend bin ich gar nicht mal so unzufrieden. Natürlich ist montags immer scheiße, aber es ist nur in Anführungszeichen Wiesbaden. Da ist man ja auch in anderthalb, zwei Stunden hingedüst. Das kriegt man also noch ganz gut hin. Aber die Jungs aus Rostock, das ist halt echt scheiße, ne? Für die sonntags die weite Strecke fast durch die ganze Nation auf sich zu nehmen, das ist schon ziemlich bitter. Da hätte man doch ein Samstagsspiel draus machen können. Aber da haben wir ja wiederum das Glück, samstags auswärts nach Cottbus zu fahren. Und da bin ich selbstverständlich auch wieder mit dabei. Und wie so oft fahren wir mit den Red Fanatics. Das wird wieder so eine geile Fahrt. Ich bin jetzt schon absolut top motiviert und freue mich drauf, mit euch unterwegs zu sein. Und da kommen wir auch schon zur Fanpost für diese Woche. Und da haben wir hier zuerst mal gestern bekommen vom lieben Marcel ein paar Sticker. Ganz vielen herzlichen Dank an dich. Und es war mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Und vom lieben Dennis, hat mich auch sehr gefreut, dich kennenzulernen, haben wir hier einen Sticker von den Mühlseelöwen. Auch dafür ganz vielen herzlichen Dank. Und wenn wir schon bei Sticker sind, ja, ich werde ja regelmäßig gefragt, was ich mit den ganzen Teilen mache. Das wird noch nicht verraten, denn es wird ein Großprojekt geben, welches dann eventuell in mehreren Videos verwendet wird. Aber ich möchte nicht zu viel spoilern. Auf jeden Fall wird es, denke ich, doch ziemlich cool aussehen am Schluss. Und vom lieben Vincent habe ich aus Malaga Urlaubsgrüße geschickt bekommen. Ganz vielen herzlichen Dank. Ihr scheint hier wirklich eine tolle Zeit gehabt zu haben, wie man hier sieht. Schalalalalala! Oh, Malaga! Schalalalalala! Dann ging es weiter. Vom lieben Joschka haben wir hier eine Karte bekommen und einen Sticker von Arminia Bielefeld. Er ist nämlich großer Arminia-Fan und entschuldigt sich auch gleichzeitig für den schlechten Auswärtsblock. Ja, denn Bielefeld ist schon wirklich katastrophal. Aber ich habe mich dennoch sehr darüber gefreut, denn wie ihr wisst, sammeln wir ja sowas. Darum ganz herzlichen Dank dafür. Und last but definitely not least haben wir hier ein selbstgemaltes Bild vom lieben Jonas. Und er möchte, dass ich euch den Brief vorlese, was ich selbstverständlich gerne tue. Hallo lieber Matze, ich bin Jonas und Abonnent von dir. Dazu ein roter Teufel, seit ich 3 bin, jetzt bin ich 11. Du bist mein Vorbild und ich hoffe, dass Lautre aufsteigt. Liebe Grüße, dein Jonas. Ganz vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Selbstgemalte Sachen haben immer noch etwas Persönliches, logischerweise. Und darum was ganz Besonderes für mich. So, das war's dann für dieses kleine Video. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Am Freitag sind wir wieder top motiviert und voller Energie mit dabei, um alles für unseren Verein zu geben. Auch wenn es jetzt doch etwas schlechter aussieht. Aber das ist vollkommen egal, denn man bleibt eben dabei. Egal was kommt und gibt deswegen immer alles, damit die Mannschaft nach vorne gepeitscht wird. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall eine schöne Woche. Passt auf euch auf und wir sehen uns im Blog.